Im Anschluss Neues aus Waldheim. Mit dem Hotelchef Herrn Gamsruckel aus dem nördlichen Tirol und Kai K. aus der Generation Praktikum. Aha. Ja, 54, 55, ja, hab's verstanden. Ja, und jetzt kriegt gleich 55, wetten? Ja, hab's jetzt gesagt, ja, lech mich doch am Arsch! Wer war das? Die Zeitansage. Aha. Sagen Sie mal, gibt es eigentlich unten im Tal Internetcafés? Internetcafé? Mhm. Ja, also was ich weiß, die servieren unten einen Cappuccino, einen Mokka, einen Espresso, aber ob sie ein Internetcafé haben, wüsste ich gar nicht. Wie schmeckt denn das eigentlich, ein Internetcafé? Hä? Schauen Sie, ich habe mir überlegt, wir sollten das World Wide Web nutzen, um Werbung zu machen für unser Hotel. Eine eigene Homepage machen auf unserem eigenen Server. Programmieren, selber programmieren in www. Der www, du kriegst kein www, hau weg das Graffel. Wenn ich mein Hotel publik machen will, dann schalte ich Anzeige in der Tiroler Tageszeitung. Oder ich hänge einen Zettel aufs Bahnhofsklo, verstehst? Da braucht er nicht so eine depperte elektronische Schreibmaschine. Das ist ein Laptop, keine Schreibmaschine. Wir müssen endlich online gehen, sodass man unsere Homepage von überall auf der Welt anklicken kann. In Japan oder Guatemala. Kennst du Klimt und Picasso? Natürlich kenne ich Klimt und Picasso. Das war auch Guatemala. Hä? Was? Hm. Ja, vielleicht hast du recht, Kai. Vielleicht braucht man irgendwie so eine Homo-Page oder was, aber das klingt halt so schwul. Hier, einen Virusschutz habe ich auch schon eingebaut. Eine Firewall. Weil das hätte ich braucht, eine Firewall, letzten Winter. Da haben die einen Darmvirus gehabt, die haben umeinander geschissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und hier habe ich auch schon ein paar Links, die direkt. Was, Links? Hotel? Ja, spinnst du, Link-Kommunisten oder was? Der Brezhnev von der Honecker, die kriegen wir nicht auf hier auf dem Berg. Wir in Tirol, wir sind Christenleid. Wahnsinn! Der Mundgeruch von Gamsruckel ist irrsinnig. Furchtbar. Gut, dass man das durchs Netz nicht riechen kann. Ich werde ihm jetzt jeden Morgen einen Wunderbaum ans Zäpfchen seines Gaumens hängen, damit das einigermaßen erträglich wird. Also wie spät ist es jetzt genau? Können wir uns vielleicht einmal für eine Zeit entscheiden? Ach, leck mich doch am Arsch, bis morgen.